zurück zu Euro Truck Simulator 2 mit den Kliggy. Hallo. Kliggy hat ganz gut aufgeholt. Das ist ein Scania. Das ist Scania, naja, oder der fährt 9,8. Ich hol mit 1 Kilometer auf. Das war da, denke ich mal, länger dran. Ja, komm, ich ziehe jetzt das Sauber an den vorbei. Ja, vielleicht fährt er ja nur 80 oder 85, um Sprit zu sparen. Hm. Ich sag den überholen, ne? Die letzten 50 Kilometer. Klar. Wie ein Wani. Da hat irgendeiner ein Leck, es hat wieder jeder 100% Schaden und alle freuen sich. Ja. So, und jetzt hat er genau auf gleicher Höhe, oder? Das weiß ich gar nicht, weil ich halt jetzt definitiv nicht in der Außenseite. Ne, ja, jetzt bist du dran vorbei. Ja. Guck mal, ob er dir Licht übergibt. Ne. Dann musst du dich nämlich bedanken. Ah ja. So, ein Doppelblinker. Oh, jetzt hat er aber fast die Spur entgegen. Sah gut aus. Ja. Jetzt muss er erst runter, hä? Ah, so wie es aussieht. Ne, und fährt wieder in der Mitte. Gut, wir halten dann doch lieber Abstand. Da macht ein Gefahrer da hier. Jetzt fährt er runter. Don't follow me, guys. Alles klar. Jetzt wird eh zweispurig. Autobahn endet hier. 30. Das ist, das ist direkt der Stadtautobahn, oder? Nö, das ist 48 km/h, darf man ja noch fahren. Hm. Solange hier keine Blitzer kommen. Oh, Blitzer! Komm! Die blitzen ja von hinten, die Seien. Hm. Ja, wir sind schon auf dieser Stadt. Stadtstraße. Die nächste rechts, dann sind wir schon in London. Ja. Nicht die, noch eine, ganz vorne, rechts. Ja. Ne, die kannst du gar nicht reinfahren. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ne, wenn du guckst, sind so kleine graue Einbahnstraßenschilder. Ach so, na dann. Haben sie richtig Mühe gegeben, die aufzustellen. Mhm, die schweben sogar. Ha! So, gucken wir mal. Kann man eigentlich gleich gut rumziehen, wa? Man sieht hier. Oh, 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 oh ja, komm! Was war denn das für eine Aktion? Ja, da kam noch ein LKW. den ich durch den Spiegel nicht gesehen hab. Den hättest du jetzt sehen müssen. Da ist um die Kurve rumgezogen, der Hänger so erstmal viel weiter geschlittert wie der, der Dings. Schön. Ah, Alter, was machst denn du? Ja, ich bin das vom Überholen und andersrum, aber macht nichts. Naja. Vom anderen Ufer meinst du? Ja. Nicht Geis, sondern Geis. Hm. Schon wieder Foto. Der ist rumgefahren, dann hat den Tanker noch rumgeschleudert und so leicht die Leitplanke touchiert. Puff. Fünf Kilometer noch. Jo. Ich bin so aufgeregt, wie viel ich jetzt Geld verdienen werde. Oder verlieren, je nachdem. Ja, so hallo, es sind zwar schon 3 Wochen zu spät, aber egal. Hier ist ihr Käse und hier sind ihre Wände. Ja. Was soll ich damit jetzt? War schon jemand anders da? Egal, gekauft ist gekauft. Oh, rot. Der Stempel nicht mehr. Hm, ich sehe den Trailer nicht mehr. Das ist keine Motorsense, ja. Du.
Ach, mit Außenperspektive klingt da einfach schöner. Ich weiß auch nicht. So richtig rotzig. Ja, die sollen hier die ganze. Naja. Erst mal das Navi umändern. Ich glaube nämlich, ich muss hier schon. Na? Ah, ich muss hier schon mal raus. Ja, kannst du deine Kiste gleich wieder abgeben? Ja, wenn du mir eine neue kaufst. Was willst du nehmen, Mensch? Nie weg, oder? Ah, den Orangenen. Ist was da an Leistung hat? Oh, ich bin der Einzige hier. Kein Trailer, nichts. Keine Ahnung, was sind da an Leistung? Maximal 560. Dafür, dass er so gut aussieht. Das sieht da gut aus. Naja. Wenn er den Tag verlicht hat. Nee, Innenansicht halt. Ja. Der neue Mercedes soll ja jetzt auch kommen hier im Spiel, ne? Jupp. Das ist der MP4, oder? MP4, ja. Den, den ich aktuell halt fahre. Den musst du doch gleich holen wieder, wie ich dich kenne. Spätet. Ja, wenn er nicht so teuer ist, ne? Ach, Piste. Ja, ich habe 25.200 Euro draufgezahlt. Läuft. Ich bin nur 1070 Stunden zu spät. Das geht doch. Das war nur 1070 Stunden. Das wären 24. Das ist ja dreiviertel Jahr oder so. Na, so schnell geht das ja rum. Verspätet. Ich muss. Naja. Ich muss gar nichts drauf zahlen. Nein, du warst schon nur noch zum Glück auf der Welt. Nö, ne, ich bin 1409 Stunden, also, ne, ich krieg's normal 15.000, 19, 22.000, noch was. Dann Schäden, 1000 Abzug und dann halt für die Verspätung 22.000 wird der Abzug macht, plus minus 0. Ja, ne, das war ja bei mir auch so, das hättest du quasi wie draufzahlen müssen, du hast nichts verdient. Ja, so weil stimmt. Du kannst hier nicht ins Minus gehen, wie werden das bei 1000 Stunden, ja, ja. Zahlen sie mal 200.000 Euro oder so. Na, jetzt haben wir wenigstens gefahren, gut, Junge. Na, Gott sei Dank, oder? So, also ich hätte was zurück nach Paris. Nach Paris? Dann was nach Nürnberg, was mich natürlich auch ein bisschen reizt. Nehmen wir Nürnberg. Nürnberg, Stuttgart ist leider näher, oder? Nee. Nee? Nee. Nürnberg und Stuttgart ist nicht so richtig in der Nähe. Stuttgart ist hier unten und Nürnberg ist. Nürnberg. Also es liegt schon nebeneinander, aber es ist jetzt, auf der Karte sieht das wenig aus. Ja. Ich hätte noch Birmingham, das wäre halt gleich, das wäre eigentlich sogar die idealste Strecke, das ist gleich hier oben alles. Habe ich allerdings. Also ich könnte hier, das Beste was ich hier fahren könnte, wäre London, Stuttgart, Dynamit. Dynamit? Ja. Das ist ja cool. Shit out die Ideen. Also für England hast du gar nichts an. Polen, Tschechien, Italien, Tschechien, Glasgow hab ich ja noch. Da okay, Gefahr gut nix. Nö, Catriff. Also nimmst du Stuttgart und ich nehme Nürnberg. Genau. Aber vorher guck ich nochmal in Nürnberg. Wieso gibt's denn da gerade kein Gefahrgut? Wiss ich nicht. Stuttgart ist doch eigentlich das Gefahrgut Mensch Management, oder? Ne, gibt's auch nichts. Oh nicht mehr, na dann haben wir aktuell keine Gefahr in Deutschland. Muss man in Russland gucken. Keine Gefahr in Deutschland. Da brauchst du auch kein Gefahrgut, ne? Nein, nein. Na gut, dann holen wir das mal ab. Aktuell keine Gefahr in Deutschland. Musst du zu NPC oder NBK, FC, du weißt was ich meine. Ja, ja, zu KFC muss ich. Ja, was ist das auch? Kentucky Fried Chicken. Da wird sie vielleicht ein bisschen rausfahren, du Klebi. Meine Güte, kommt dort ein Angriff. Ja, du musst auch halt zu der Gefahrgutfirma. Ja, ich denke mal, es wird schon mal eine geben. Ja. Also, werden wir ja gleich sehen.
Wir haben einen Ego-Effer, Russland. Ego-Effer? Ja, ja, Ego-Effer. Rumelfen halt, ne? Wie viel Schaden habe ich? 3% an der Maschine. Naja, das geht. Gibt schlimmeres, ja. NBFG, ja. Oh, und schon habe ich wieder. Hä? 3% Schaden, ist er bei 3% Schaden geblieben? Oh. Habe ich das gelernt, da jetzt gerade erwischt habe. Alter! Dann nur Kollision? Oh, ja. Ja, Gott sei Dank! So. Ich nehme einmal bitte die Schwefelsäure, danke. Guck mal hier den Trailer, siehst du den? Welchen? Da, da hier ist. Da liegt auf dem Kopf. Und nee. Da siehst du immer die Stützen rausflippen aus dem Boden. Nö, nee, den sehe ich nicht. Rechts neben mir, da ist immer so ein Schatten. Nö. Nee. Hast du jetzt wenigstens gesehen, dass ich einen Hänger dran hab? Jetzt hast du einen Hänger dran, ja. Ah, das schwarze Fass war natürlich auch eine Verlockung gewesen, ne? Was wäre da drin gewesen? Acetylen. Gas zum Schweißen. Gas zum Schweißen? Ja. Okay, dann fahr ich mal vor, oder? Das wird wohl das Beste sein mit einem Dynamit. Acetylen kannst du, glaube ich, noch gar nicht fahren, ne? Hast du, glaube ich, noch nicht geskillt. Das weiß ich nicht. Schnauze! Na, das sagt man aber nicht. Du musst schon vorher der Fensterscheibe runterdrehen, sonst hört er dich gar nicht. Kommt da an mit seinem Kies, die bauen ja gegen Kies, Junge. Stecken die vielleicht ins Dynamit rein, hä? Scheinbar. Ein schönes Fass hab ich. Bist du noch mehr? Ja. Gut. Ich hab immer eine total geringe Nummer. Schwer ist eigentlich das Gerümpel, ja. Na komm. 18 Tonnen. 18, ich hab Level 20, ist das Dynamit hier, oder? 20 Tonnen, ja. Nach Trammeri. Weißt du Bescheid? Ja, ja. Ja, da wir gefahrgut haben, machen wir lieber oben die Lampen an, oder? Elender. Geht eigentlich mein Lampenbügel an, wenn ich Licht anschalte? Oh, ja. Bei der zweiten Stufe. Mach's Licht aus. Ich hab's Licht aus. Jetzt genau. An. Zack. Zack. Ja. Zack. Schön, vor einem Haufen LEDs an dem Riesenschild. Und los. Hol doch mal aus, du hast zwei Hänger dran, du. Nee, ich wollte jetzt auf die andere Seite fahren, aber da habe ich gerade gesehen, da kommt einer. Machen wir es mal lieber nicht. Machen wir es mal lieber nicht, ja. Ja, weißt du, wie es ist, immer weit ausholen. Ja, immer fahren wie mit dem Gigaliner. Genau. Guck, hier links hast du einen Bausimulator. Ja, oder so. Zwei Affen am an der Raupe rumgehen arbeitet wie im echten Leben. Ja. So, der Bausimulator wird richtig interessant werden. Warum machen wir das dann genauso? Ja, deswegen. Tino steht noch rum, das kennen wir nicht anders. Hallo 64? Gib Stoff, Junge. Nee, Blitzer, wir waren gerade nach 48. Bei mir steht 64. Jetzt steht's bei mir auch. Startsempel langsam hier um die Kurve rum machen. Weißt du, wie es ist? Ist wie geschmeidig das jetzt war? Diese, jetzt sind wir da 48. Kannst du aufhören zu blinken?
Nur sie nimmt die Kurve rum. So, ja. Ach, guck mal hier links. Schön, wie sie das Stroh hochgedummt haben. Siehst du selten. Aber meine Freunde, wir sind sowieso erstmal wieder für diesen Part fertig. Deswegen danken wir fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dann. Haut rein. Tschüss. Tschüss.